Ich war zuerst viele Jahre weißer Bergschafzüchter und bin mit den überzüchtenden Schafen nicht mehr zufrieden gewesen. Und ich bin auch eine Suche gemacht und bin auf das braune Bergschaf gekommen. Das ist eigentlich das gleiche Schaf wie das weiße Bergschaf, nur ist braun und kleiner und nicht überzüchtet, einfach ein Nurviech auf Deutsch gesagt. Das war aber bald ausgestorben. Das ist eigentlich in Fendt für die einzigen überliefert worden. Bei der Rufenhöfe ist das eigentlich überliefert worden und da hat man eigentlich von daher wieder weitergezüchtet. Ja, das heißt, dass das braune Bergschaf da im Ötztal beheimatet ist. Immer da, da beheimatet gewesen, da entstanden. Vor ca. 15 Jahren habe ich angefangen zu züchten, bin umgestiegen auf das braune Bergschaf und bin dazugekommen, weil die eben ein besonders feines Alter gehabt haben, kurze Zitzen. In späterer Folge bin ich drauf gekommen, dass die praktisch ganz robust sind. Die sind robuster wie das weiße Bergschaf. Das ist einfach eine Naturrasse. Und in den Bergen zum Beispiel ist das, das ist in alle Gipfel oben, in alle Grad. Das hupft. Ein trächtiges Schaf zum Beispiel kann so hoch raufhupfen. Das gibt es beim Weißen nicht. Vom Fundament, von die Füße her, von die Klauen, kannst du da einen Unterschied sagen? Von die Klauen kann ich einen Unterschied sagen, da sind sie auch besser. Die haben die härteren Klauen. Das ist ähnlich, würde ich sagen, wie die Gams. Das sind einfach härtere, die Klauen. Die sind nicht so anfällig gegen die Klauenpfeile oder Moderhinke. Ein Lamm bei dem braunen Bergschaf, das kommt bei der Geburt heraus und dann steht es gleich. Also 3 Lämmer im Schnitt das Jahr, das ist ganz eine normale Sache. Und wie futterst du deine Bergschaf? Die futtere ich eigentlich vorwiegend nur aus eigenem Trockenheu. Und das Kopffutter, das muss ich natürlich zukaufen, was ich dazu gebe. Das ist hauptsächlich für den Lämmermost, brauch ich auch ein bisschen. Ja. Wie hältst du deine braunen Bergschafe? Jetzt sind wir daheim am Heimbetrieb auf der Weide. Also jetzt circa um Allerheiligen Stallide hin, dann kommen sie in den Stall, da haben sie natürlich Freilauf. Und im Winter werden sie halt rausgetrieben, da werden sie genauso da hergetrieben, würden sie jetzt auch sein. Nicht jeden Tag, weil die haben ja drinnen große Stallungen, da haben sie wirklich Platz da drinnen. Wo hast du die Schafe im Sommer? Früher waren sie bei uns oben da, da habe ich das Recht, da in der Weide oben überall. Und da sind sie immer übers Joch. Das Joch ist ca. 2800 Meter und das nächste Tal, das ist ein Hochtal, da ist die Gletscher sind zurückgegangen und da sind sie gewesen. Und das gehört den Umhausern. Und die haben das praktisch nicht wollen, dass meine Schafe immer da herüben sind. Jetzt haben wir einen Platz in Sölden gesucht, das ist praktisch die stille Seite von Sölden. Rechts ist die bewegliche Seite, wo viel Ski gefahren wird und links ist die stille Seite und da gehen praktisch meine Schafauen. Die gehen hoch bis zur Hochstubaihütte, die ist auf 3200 Meter, bis da hoch gehen sie.